Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir wünschen euch einen schönen dritten Advent. Ja, Adventszeit, Weihnachtszeit, ist ja auch immer Backenszeit. Habe ich nicht viel mit am Hut, das macht die Anne. Deswegen wird das heute auch ein Solo-Video von Anne. Ich hatte meins ja letzte Woche mit dem Erbseneintopf. Anne macht heute Macadamia-Walnuss-Makronen. Ich kann euch gleich sagen, Suchtfaktor. Ich habe sie schon probiert, deswegen gibt es keinen Abspann nachher. Also die Dinger sind total lecker, müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und wenn euch das Video dann gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo unten rechts würden wir uns immer wieder freuen. Noch mehr freuen tun wir uns natürlich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ich sage schon mal Tschüss, viel Spaß beim Video. Kühnes Kochkanal. Hier nun unsere Zutaten für unsere Macadamia Walnuss-Makronen. Wir benötigen 3 Eiweiß, 100 Gramm Macadamia-Nüsse, 200 Gramm Walnüsse, plus zusätzlich, ich denke, da werden nochmal 200 Gramm draufgehen, um Nusshälften zu haben, um die Deko zu machen. Vanilleextrakt, ein Teelöffel kommt da rein, 200 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz und Backobladen. Und daraus zaubern wir unsere Makrönchen. In einer Pfanne röste ich nun die 200 Gramm Walnüsse an. Man kann es auch im Backofen machen, bei 180 Grad, so 5 bis 8 Minuten die Nüsse rösten. Die sollen dann gleichmäßiger bräunen und halt auch nicht so schnell anbrennen. Habe ich noch nicht gemacht. Probiert ihr es eventuell aus. Ich habe wieder die herkömmliche Pfanne rausgeholt und darin werde ich meine Walnüsse anrösten. Es dauert jetzt ein bisschen, aber wenn das erfolgt ist, lasse ich sie abkühlen und dann sehen wir uns wieder. Eiweiß habe ich nun vom Gelbei getrennt. Das Gelbei wird beiseite gestellt. Da kann man, ja, was kann man daraus machen? Vanillekipferl zum Beispiel. Aber wir kümmern uns jetzt um unsere Makronen. Das Eiweiß werde ich mit etwas Salz und dem Vanilleextrakt werde ich das steif schlagen. Das dauert eine ganze Weile. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis sich dann so leichte weiße Spitzen heben. Aber das zeige ich euch dann. Ja, nach und nach wird der Puderzucker halt eingerieselt. Ja, wie das geht, wie gesagt, zeige ich euch. So sieht nun unsere geschlagene Eischneemasse aus. Ihr seht, sie glänzt richtig schön. Wenn man hier an den Rand geht, sie zieht Spitzen. Sieht man besser, wenn man mit dem Mixer drin arbeitet. Ich hoffe, ich kann das rüberbringen, was ich rüberbringen wollte mit Spitzen ziehen. Nun widme ich mich unseren Nüssen. Die werden noch klein gehackt und werden dann untergehoben. So, nun werden unsere Nüsse klein gehackt. Ich habe mal unseren Multizerkleinerer rausgeholt. Den habe ich vor gefühlt 100 Jahren, nein, so lange ist es noch nicht her, so lange sind wir noch gar nicht verheiratet, aber irgendwann mal von Helmut zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ein grottiges Geschenk, wer hat schon gerne Haushaltsgeräte? Jetzt freue ich mich über Haushaltsgeräte, aber damals war das ein No-Go. Aber nichtsdestotrotz, er ist bei uns im Haushalt geblieben, bestimmt schon über 25 Jahre, wir sind 28 Jahre verheiratet, ja. Ja gut, damit werde ich unsere Nüsse schreddern oder klein hacken. Nicht zu fein, aber dennoch so, dass man noch ein bisschen Crunch drin hat. So sieht nun das Ergebnis aus. Ihr seht, unser Gerät kann es noch. Ich mache jetzt mit der zweiten Menge weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Auch unsere gesalzenen Macadamia-Nüsse sind nun in dem Zerkleinerer gelandet. Die werde ich auch klein hacken, auch nicht zu fein. Und dann sehen wir uns wieder. Ich
Ich denke, so sollte es ausreichen. Noch ein paar richtig schöne Stückchen drin. Nun können wir beide Nussmengen unter unseren Eischnee heben. Und dann geht es auch schon los mit den Makronen. So sieht nun unsere Makronen-Nussmasse aus. Den Ofen habe ich auf 150 Grad vorgeheizt. Nun hole ich mir zwei Backbleche, Backpapier drunter legen und dann geht es los ans Makronenformen. So sehen nun meine ersten Makrönchen aus. Ihr seht, ich habe hier, das ist blöd, wenn man alleine filmen muss und machen muss. Ich habe hier so ein Gerät. Wie sich dieses Gerät nennt, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich glaube Makronenformer. Man nimmt den Teig da rein und dann kann man den lösen, indem man hier das Rädchen dreht. Ein geniales Gerät, finde ich. Damit werde ich nun weiter unsere Makronen formen. Auf Backobladen gelegt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mit dem Makrönchenformen bin ich nun fertig. Ihr seht, ich lege jetzt die letzte Nuss hier drauf. So, nun geht das Ganze bei 150 Grad in den Ofen. Ich sage mal so, na, 8 bis 10 Minuten brauchen die. Vielleicht auch nicht gar so lange. Und dann, wenn sie fertig sind, sehen wir uns wieder. Wir sehen uns vorher gleich nochmal wieder. Ich glaube, mit der Backzeit habe ich mich etwas vertan. Im Rezept stehen 15 Minuten. Aber wir werden sehen. Ihr Lieben, es hat geklingelt. Unsere Makronen sind fertig. Ihr seht, setzt sie schön auseinander, denn sie laufen noch etwas auseinander. Ich werde sie jetzt aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Kühnes Kochkanal.